Okay, es scheint, ich bin auf etwas wirklich Großes gestoßen. Es hat was mit der Arbeit von Isenmann zu tun. Der Mann hat deutlich mehr mit diesem ganzen Computerzeug gemacht, als ich zu Anfangs dachte. Vielleicht ist er doch ein wichtiges Puzzleteil. Ich habe mir auch überlegt, dass ich all die Hinweise, die ich habe, zusammenstellen werde, sodass man da einfach ganz leicht reinschauen kann. Und dann kann man einfach vergleichen, schauen, ob man noch irgendwas findet. Und dann können wir vielleicht zusammen besser auf eine Lösung kommen. Bevor wir das aber alles machen, kümmern wir uns um die heutige Geschichte. Und schauen, wie es hier Tommy weiter ergeht. Ob er hier dem Mysterium im Hotel der Tausend Augen auf die Schliche kommt. Der 14. Dezember. Tommy ließ den Zettel unbemerkt in seiner Hosentasche verschwinden und entschuldigte sich mit der Ausrede, dass er auf die Toilette müsse. Einer spielt falsch, las Tommy wenig später in der kleinen Kabine mit dem gekachelten Boden, nachdem er die Buchstaben miteinander verbunden hatte. Was genau hatte Löhmann beobachtet? Mindestens einer der Kandidaten war nicht der, der er oder sie vorgab zu sein. Tommy war froh, dass er sich entschieden hatte, seine geheimnisvollen Nachrichten für sich zu behalten. Er ist oder Mirko. Es ist dann einfach, dass der Mirko ja der Falschspieler ist, weil der halt nachgerückt ist, weil er einen anderen Kandidaten ausgeschalten hat oder so. Als er in den Gastraum zurückkam, war eine heftige Diskussion im Gange. Wir sollten die Schneepause nutzen, um Hilfe zu holen, sagte Löhmann gerade. Aber wir kommen doch gar nicht weit, hielt Fred dagegen. Das ist ein Himmelfahrtskommando. Da draußen erfrieren wir, bevor wir irgendwo hinkommen, wo man uns helfen kann. Tommy hielt sich zurück. Er verstand, dass Löhmann nicht länger untätig herumsitzen wollte. Aber so sehr es ihm auch widerstrebte, so musste er Fred recht geben. Ist mir schon klar, warum du die Show auf keinen Fall unterbrechen willst, gab Löhmann zurück. Dir reicht es nicht, andere auszusaugen und an den Rand des Ruins zu bringen, nur damit du noch reicher wirst. Du willst auch noch an diese 10 Millionen kommen. Ja, alle. Fred seufzte theatralisch. Oh, oh, was willst du damit sagen, alter Mann? Ich weiß, wie du an deine Millionen gekommen bist. Du hast an gutgläubige Kunden unsichere Produkte verkauft, die dir aber mehr Provision einbrachten. Immobilien, die ein paar Jahre später nur noch einen Bruchteil wert waren. Und Anteile an geschlossenen Fonds, die mittlerweile ebenfalls wertlos sind. So hast du die Leute ausgenommen und dich ohne Rücksicht auf Verluste bereichert. Immer diese Rückblenden. Diese Geschichten sind hauptsächlich, das ist irgendwie insgesamt auf das ganze Buch gesehen, 2 Kapitel Story und der Rest ist Backstory. Ja, rief Fred beschwichtigend. Ich hab doch nicht wissen können, wie sich die Dinge entwickeln. Wenn man Geld anlegt, ist immer ein Risiko dabei. Da kann man nichts machen. Und jetzt verrate ich dir neunmal klug mal was. Er legte eine dramatische Pause ein und sah nach oben zu den unsichtbaren Kameras. Ich bin selbst pleite, habe rote Zahlen, habe mich verzockt. Deswegen brauche ich das Geld. Ich stehe vor dem Nichts. Er versuchte, eine mitleiderregende Miene aufzusetzen, die Tommy ihm nur halb abnahm. Jemand wie du kommt immer an Geld, meinte Vanessa, die Drogenbaronin. Anders als Menschen wie Mirko. Jetzt muss sie White Knighten hier für den Obdachlosen. Sie legt dem schlanken Mann die Hand auf die Schulter, der wie immer nur stumm zugesehen hatte, während Fred offensichtlich um die Gunst der Zuschauer war. Tommy hatte keine Lust mehr auf das Theater. Ich leg mich ein bisschen aufs Ohr, sagte er knapp und verließ den Gastraum. Er nahm sich vor, Löhmann in einem günstigen Moment allein abzupassen. Doch als er ihn etwas später in seinem Zimmer aufsuchen wollte, fand er dieses verwaist vor. Oh shit, und der Löhmann war allein in seinem Zimmer. Oh, der ist tot. Der Löhmann ist tot. Tommy sah draußen nach, doch auch dort konnte er keine Spur von seinem Freund entdecken. Freund! Ihr kennt euch hier seit 2 Tagen oder so und habt irgendwie eine Handvoll Worte miteinander gewechselt. Freund! Das ist... Ja, aber der bezeichnet ja auch den Typen, der ihn hier ausgeraubt hat, als Freund. Gott, der Tommy ist so ein Vollpfosten. Als Löhmann schließlich auch beim Abendessen nicht auftauchte... Oh ja, der ist so tot. Schrillten bei Tommy sämtliche Alarmglocken. Oh ja. Wisst ihr, wo Xaver ist? Fragte er die anderen. Doch keiner hatte ihn gesehen. Vielleicht hat der Sturkopf sich allein auf den Weg gemacht, um Hilfe zu holen, schlug Fred vor. Doch Tommy hatte einen völlig anderen Verdacht. Es konnte kein Zufall sein, dass Löhmann etwas beobachtet hatte und kurze Zeit später verschwunden war. Ein zentnerschweres Gewicht legte sich auf seine Schultern und schien ihm die Luft zum Atmen zu nehmen. Einatmen? Ausatmen? Huh! Als er sah, wie Fred sich in aller Ruhe einen Rotwein einschenkte, spürte er, wie Hitze in ihm aufstieg. Verdammter Mist! Explodierte mit einem Mal seine angestaute Angst und Sorge. Löhmann würde nicht einfach aufbrechen, ohne uns Bescheid zu sagen. Wir können doch nicht bloß hier rumsitzen. Wir müssen ihm helfen. Kathy setzte an,
um ihn zu beruhigen, doch er wollte Fred nicht mehr sehen. Keinen von ihnen. Und so stürmte er wütenden Schrittes hinaus in die Garderobe, um sich seinen Wintermantel anzuziehen. Wenn es hier drin keine Spur von dem Koch gab, würde er eben draußen nach Fußabdrücken suchen. Er hat doch eben gesagt, er würde nicht einfach rausgehen. Doch in der Lobby erwartete ihn bereits Mirko Wahlbecker. In sich zusammengesunken saß er auf dem kleinen Stuhl hinter dem Tresen. »Geh nicht«, sagte er knapp. »Das bringt nichts. Du kannst mir glauben, ich habe genügend Nächte im Freien verbracht. Da draußen holst du dir den Tod.« Er schwieg einen kurzen Moment, wie um weitere Worte zu sammeln, bevor er hinzufügte, »Außerdem sitze ich schon den ganzen Nachmittag hier. Ich hätte gesehen, wenn er rausgegangen wäre.« »Ja, oder du bist der Mörder.« Tommy drehte sich wortlos um und flüchtete in sein Zimmer. Doch statt Ruhe zum Nachdenken fand er auf seinem Nachttisch einen unbeschrifteten Briefumschlag mit einem kleinen Zettel drin, der nur drei Worte enthielt. Oder versteckte sich da vielleicht noch mehr? Wo schickt ihn die Nachricht hin? Nach unten, nach oben oder nach draußen? Ich kann es mir schon vorstellen. Hier steht kein schneller Tod und da sind so Striche. Es sieht aus, als ob so Faltdinger wären. Deswegen falten wir jetzt einfach mal das Teil hier. Und zwar so, dass ich diese beiden Striche aufeinander gefaltet sind. Irgendwie. Also im Grunde falten wir es einmal so. Und dann falten wir es wieder zurück und dann sehe ich nämlich schon, ich habe schon gesehen, ich musste es gar nicht, Keiler, musste gar nicht falten, um es zu sehen. Es sieht nicht hübsch aus, ist nicht sauber gemacht, aber im Grunde kommt hier jetzt, kommt hier jetzt Keller raus. Und das ist natürlich klar, er muss nach unten. Und dann findet er im Keller die Leiche vom Löhmann, die Senfleiche, im eigenen Senfglas ertränkt. Das heißt, nach unten ist, ich kann es gar nicht richtig erkennen. Oh, so ein seltsames Bild. Das erste Bild, ich weiß gar nicht, was das sein soll, aber das werden wir schon finden. Werden wir schon sehen, was das ist. Ach, ich glaube, war hier irgendwo ein Ventilator oder sowas. Ich glaube, das ist es. Nee, ist kein Ventilator, es ist eine Lampe. Es ist eine Lampe in diesem Kellergang. Das ist hier die Lampe hier. Und da müssen wir jetzt hin, da finden wir den Löhmann. Finden wir den Löhmann und den Rovic. Oh Gott, da ist der Leichenkeller. Oh no, oh no. Und ja, es war natürlich richtig. Wir haben es richtig gelöst. Sehr gut haben wir das gemacht. Haben wir das gemacht. Und dann werden wir morgen hier rausfinden, ob er wirklich den Löhmann hier im Keller findet. Und lebend oder nicht. Und was das, ob hier wirklich ein Mörder ist oder ob das alles das perverse Spiel vom Raki ist. Oder ob Raki der perverse Mörder ist. Und ich werde mir jetzt noch weiter diese Berichte, diese Informationen über den Isenmann anschauen. Was der jetzt eigentlich so alles gemacht hat. Weil es scheint ja irgendwie in Verbindung mit der Frau Eich oder mit den beiden Frauen Eich zu stehen. Also, ja, guck mal da auch nochmal genauer hin. Und dann werden wir sicher bald alle Rätsel lösen können. Also, wir sehen uns dann morgen wieder.